Ich habe mir letztens eine interessante Frage gestellt. Bleiben Gegner toxisch, auch wenn man sie während eines Spiels reportet? Ich meine, schaut euch mal diesen Gegner an. Er führt zwar noch 1:0, ich bekomme aber, so wie er es findet, glücklich diesen Kickoff für mich und der Ball ist drin 1:1. Und der Gegner trifft leider nicht wirklich viel. Und zwischendurch vergisst er den Boost. Kleine Spende bitte. Dankeschön dafür und jetzt kann ich ihn mir ausgucken und der Ball ist drin 2:1 für mich. Und ja, wahrscheinlich wäre ich auch toxisch geworden. So halt dein Schnauze. Wenn man halt seine Chancen nicht nutzt. Aber es ist doch alles okay, lieber Kollege. Mittlerweile steht es sogar 3:3 und diesen 50 machst du jetzt auch ziemlich gut. Der Ball ist drin, du gehst in Führung. Und natürlich muss er toxisch werden, wenn er führt. Und hier kurz vor Ende verschätze ich mich. Der Ball ist drin und er natürlich bleibt toxisch. Und ich gehe davon aus, dass er toxisch wurde, weil er einfach selber mit seiner Leistung nicht zufrieden war. Und genau da kam mir die Idee, was ist denn, wenn er weiß, dass ich ihn reporte, bleibt er dann toxisch? Aber jetzt genießen wir erstmal das Karma und genau deswegen wollte ich diese Runde irgendwie in ein Video einbauen. Noch ein paar Sekunden auf der Uhr und ich bekomme den Ball rein. Und euer Wunsch war, ich soll gerne auch mal toxisch werden, damit er so richtig ausrastet, was anscheinend auch gut gelingt. Doch wie kann ich einen toxischen Gegner realistisch überzeugen, dass ich ihn sofort reporte? Naja, ganz klar, mit einem Chat-Makro, der sich als Fake-Buckesmod-Plugin ausgibt und Spieler instant reportet, wenn sie toxisch werden. Aber klappt das auch? Und es ist so typisch, wenn du einen toxischen Gegner bekommen möchtest, dann bekommst du natürlich gar keinen. Vielleicht wird er jetzt toxisch. Das war ein guter Kickoff. Den können wir zum Aerial machen, eventuell Flip-Reset? Du bist so peinlich. Aber der 50 war gut, der ist drin, oder? Ja, der Ball ist drin. 1:0 für mich. Und genau sowas können sie Gegner auch toxisch machen, wenn sie denken, wie viel Glück hat eigentlich mein Gegner. Vertraut mir. Ich bin Profi. Wie drehe ich mich denn da? Also ich wäre, glaube ich, eine gute Ballerina. Oh, der Ball wird gefährlich. Einmal kurz vielleicht in eine Fake-Challenge reingehen. Jetzt in Shadow. Aua. Ball haben wir. Der Gegner wird den Ball ganz gerne schnell los. Das kann uns vielleicht... Oh, Pinch. Bleibt mein Glück erhalten? Nee, Ball ist da dann nicht drin. Schade, aber auch der Ball ist zum Glück nicht drin. Wir haben keinen Boost mehr. Vielleicht kurz den Ball anspielen. Ja, wir haben immer noch wenig Boost. Vielleicht auf den Bump fahren. Das war nicht so... Oh Gott, okay. Der Ball ist drin. Das geht auf meine Kappe. Das war echt nicht gut gemacht von mir. Und er schreibt knapp. Also das finde ich eigentlich schon toxisch. Aber halt noch nicht toxisch genug, damit mein Fake-Buckesmod-Plugin anschlägt. Ich weiß, es ist ein bisschen kindisch, aber ich liebe genau solche Spielereien. So ein bisschen in den Kopf der Gegner reingucken und zu gucken, wie reagieren Gegner halt darauf. Ich bin down. Ich finde sowas halt immer super spannend. Also lasst mich bitte einfach machen. Oh, der Ball kommt gefährlich, prallt vom Board weg. Oh, wichtig, haben wir noch. War eigentlich ganz gut gemacht, dafür, dass der Ball so weit abgeprallt ist. Der kommt gut, der ist aber nicht drin. Ich ramme ihn kurz weg, das war eigentlich gar keine Absicht. Aber wir müssen dranbleiben, mit Boost snacken. Oh nein. Oh nein. Das war ein ganz, ganz blöder 50. Das war nicht so geil. Und er schreibt, was für eine Parade. Unser Buckesmod-Plugin schlägt genau jetzt zu. Ich finde das wirklich witzig. Lasst mich bitte einfach. Ich weiß, das ist super kindisch und cringe. Beweis gespeichert, automatisch an Tionix gesendet. Das war eigentlich ein schöner Touch von mir, aber jetzt haben wir keinen Boost. Vielleicht mal kurz wegrammen den Kollegen. Dann haben wir ein bisschen Zeit, um nach hinten zu fahren, auf den Boost zu kommen. Er ist aber schon da. Da habe ich keine Chance. Komme ich nicht ran. Okay, er schreibt weiter, what is safe. Dann muss natürlich nochmal mein Plugin anschlagen. Gerade gibt es Tim Burton's Nightmare Before Christmas im Item Shop. Und die richtig nice Tor-Explosion habe ich mir direkt gegönnt. Hol du dir also auch die 2000 Credits bei RL.exchange. Denn dort bekommst du die 2000 Credits günstiger. Und trag bei Rocket League dann noch gerne meinen Creator-Code ANYART ein. Denn damit würdest du mich maximal supporten. Jetzt vielleicht nochmal kurz eine Fake-Challenge, weil er den Ball ja wieder abgibt. Das macht er nicht ganz so gut. Er weiß nicht so richtig, wie er am besten dribbeln soll, weil er so ein bisschen den Ball gerne abspielt und nicht so gerne auf den 50 geht. Das war super gefährlich von mir. Ganz... Oh Gott, ich bin schon wieder down. Aber das war halt mein eigener Fehler, weil ich in den Gegner reingefahren bin. Jetzt fahren wir in den Ball rein. Schöne Challenge. Ball einmal annehmen. Und schnell weiterspielen. Er ist irgendwo hinter mir. Da wäre es, glaube ich, cooler, auf den Ground-Touch zu warten. Aber ich habe die Angst, er könnte mich eventuell dämmen, so wie wir ihn gerade gedämmt haben. Ball ist okay. Der Ball ist drin. Und er schreibt, wow, warum denn das? Und er schreibt auch noch WTF. Kollege, sind wir mal ehrlich, wenn ich nicht hochgesprungen wäre, hättest du mich doch safe gedämmt, oder nicht? Eventuell war das WTF darauf bezogen. Oder aber auf mein Fake-Buckesmod-Plugin. Eventuell auch das. Der Ball ist gut. Einmal kurz hochnehmen.
Ich wurde leicht gerammt, muss nochmal hochspringen, weil ich sonst wieder gerammt... Oh Gott, oh Gott. Recovery. Aber das macht er schon ganz gut. Rammen und nervig sein kann er echt gut, aber sowas hier kann er halt nicht gut. Die Bälle führen und im richtigen Moment aufs Tor schießen. Das kann er nicht. Vielleicht können wir mal auf ein Aerial fahren. Klappt das? Oh, erster Aerial heute. Nee, der zweite ist ganz okay. Wir bekommen da keine Flip-Resets hin. Vielleicht nochmal 15. Aber auch nicht so gut. Wir müssen ganz schnell zurück. Ja, das war ein Versuch wert. Aber bei Once sage ich ja ganz häufig, oh, wichtig. Das macht er zum Glück echt nicht gut. Bei Once eigentlich ungerne Aerials macht. Geh weg! Oh nein. Wenn die in die Hose gehen, dann ist der Ball halt drin. Oder wenn halt... Warte, ist der schon drin? Nee. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Ja, Mann. Und jetzt? Komm schon. Oh, ist das schön. Das war richtig geil. 3-3. Und er schreibt, was das? Naja, du wurdest halt jetzt automatisch reported, weil du nach einem eigenen Tor What a Save geschrieben hast. Eigentlich wäre das ein ziemlich nices Plugin, aber ich glaube, sowas könnte es halt niemals geben, weil es halt super fehleranfällig wäre. Aber... Lass mir meinen Spaß. Ich bin gespannt, wie ihr das Ganze findet, aber ich finde es halt super lustig. Ich bin halt ein Spielkind. Ich bin ein Spielkind durch und durch. Der Ball ist ekelhaft für ihn. Können wir spielen mit Wucht? Wichtig. Hat er aber noch. Schade. Oh, ist das Spiel schon gleich vorbei? Noch eine Minute? Okay. 3-3. Alles noch offen. Ball ist aber ekelhaft. Ball ist nicht. Der Ball ist drin. Scheiße. Als ob er trotzdem einfach weitermacht mit What a Save. Wir müssen ihm jetzt mal schreiben, das ist ein Plugin. Du wurdest reported. Ja, ich habe es mir irgendwie cooler vorgestellt. In meiner eigenen Traumwelt wurde er richtig kleinlaut und schrieb dann sowas wie... Ich werde es nie wieder tun. Bitte lass das sein. Reporte mich nicht. Nimm das Ganze zurück. Ja, in der echten Welt klappt es anscheinend nicht ganz so gut. In den Ball reingeflippt. Der Ball ist drin, oder? Das war okay, das war nice. Und er schreibt so lucky. Naja, ich sag mal so, Kollege, du hast den Ball halt ans Board geflippt. Das heißt, du bist den Ball losgeworden. Sowas darfst du halt generell nicht machen. Du brauchst immer Kontrolle über den Ball, damit du eben auch einen Ball noch spielen kannst. Ganz, ganz ekelhaft. Schöne Annahme. Wir können die Runde eventuell noch gewinnen. Wäre zumindest auch gegen diesen toxischen Spieler eigentlich ganz nice. Auch wenn das alles hier so ein... Oh, was für ein krasser Flick. Aber, ja, er macht ihn nicht rein und wir dafür schon. Komm schon! Okay, der Ball ist drin. Okay, keine Ahnung wie. Okay, er schreibt, werde ich gebannt? Und ich schreibe einfach mal, ja, zurück. Wird er jetzt vielleicht doch ein bisschen kleinlaut? Es wäre so schön. Das ist alles, was ich möchte. Dass vielleicht irgendwer nicht mehr toxisch wird. Wobei, ich glaube, der wird auf jeden Fall auch nochmal irgendwann toxisch werden. Aber immerhin gewinnen wir diese Runde gegen... Immerhin gewinnen wir diese Runde. Ja, mach nochmal ein Aerial, nochmal ein Flip-Reset. Nee, immerhin gewinnen wir diese Runde gegen diesen toxischen Spieler. Okay, er schreibt, please, sorry und don't do it again. Aha. Ich hoffe aber, er meint sich selber mit, mache es nicht nochmal.